Oh. Also ich hätte ja sagen können, ich mach das wohl. Und David springt halt für Marco. Für Panda. Ich kann auch mit Panda machen. Genau. Und ich kümmere mich einfach um die Mobs. Ja. Dann drückst du alle Knöpfe 10-mal. Da fehlt jetzt noch das andere, da fehlt jetzt noch ein anderes Team. Ein Team fehlt da noch. Oh. X-Fire, was mit dir? Stimmt, der ist gar nicht da. Ach, der ist ja mit seinem Hund raus. X-Fire ist mit Hund hier raus. X-Fire und sein Hund, Junge. Er holt einfach so einen Hund mit. Eine Katze wäre theoretisch recht schlau, da kann er immer die Creeper von sich locken. Wenn die Creeper haben ja Angst. Das funktioniert mir aber ein bisschen zu buggy irgendwie. Boogie. Boogie? Boogie, Boogie. Ist Minecraft, was soll man sagen? You can never Uga if you never Booga oder so ein Scheiß. Ja, Mann. You can't Uga if you never Booga. Alter. Hey, gehört das Bild zur Map? Was? Habe ich mich damals ja gefragt bei TTT. Junge, das weiß er auch nicht mehr. Doch, doch. Lochkopf. Lockenkopf. Lockenkopf. Spitzkopf. Looks like Robert oder was? Looks like. Was? Du nennst mich Spitzkopf. Keine SpongeBob-Ansprache. Ich war noch nicht SpongeBob, ey. Zu durchschauen, SpongeBob. Ich mach dich, Alter. Ich mach dich gleich kaputt! Meine geistig-moralen Mechanismen sind seriös und komplex. Herr Lari, müssen Sie damit irgendwas uns sagen? Vielleicht sind Sie auch komplex. Ha? Auch komplex. Kalifornien! Okay, das ist schlimmer als gedacht. Californication! Shit. Kalifornien, ja. Okay. Davon wird auch nichts verschwinden. Marco kann sich ja das Ganze mal anschauen, dann kann er ja entscheiden, ob er will. Was? Ja, Marco? Bei der Weiterlinie. Alter. Du bist Hack. Und Robert kümmert sich dann immer wieder. Marco sitzt in so einer Ecke und Robert kümmert sich. am besten doch so in deinen Schaukelstuhl und liest dabei noch so ein Buch. Tja, das ist halt die Geschichten des Weiterlinies. Ja, werden. Diese Mühle hier hochzuziehen. Habe ich was von Mühle gehört? Ja, ich baue gerade eine. Rügenwalder, wie das duftet. Teewurst? Die gute Tönnies-Wurst. Teewurst. Ja. Tönnies, Alter. Ich finde Teewurst. Vor allem, ich wohne in diesem Kreis, wo das passiert. Wo wohnst Tönnies. Du? Ja, alle. Ufner Farm. Neben dem Schlachter. So. Land. So, wie sieht das jetzt aus? Ja, das sieht aus. Aua, nicht schlagen. Ah, Panda ist ja nicht da, die einen trollen kann. Ja, die war aber letztes Mal auch nicht da. Obwohl ich schon damit gerechnet habe, ja, die kommt gleich wieder vorbei. Schon aber Diamantschwert bereit. Ja, das meine ich aber damit. Hätte Panda ihren Freund auch noch dazu geholt. Dann könnten wir beide immer töten. Sie ist aber nicht so schlecht wie Fabi. Ja, aber naja, doch. Schnell töten lässt sich auch. Im Bauen ist er deutlich besser zwar. Das aber stimmt. So in. Sie schickt ihn wieder zum Sammeln. Er hat sie den neuen Sklaven. Deswegen spielen wir und Jason kommen. Nicht mehr mit. Weil sie einen Abschub von ihr gekriegt haben, jetzt haben sie kein Lust mehr zusammen. Echt? Oh Mann, das ist bitter. Mann, was sind die denn? Was sind die denn für Männer, ey? Was? Ja, keine Ahnung, ich weiß, dass du alles machen würdest, aber. Was? Simp. Was? Was ist das? Boah, die Bowser-Musik von Super Mario 64, der Endkampf. Der ist geil. Dieses Orgel-Ding, Robert? Meine Freundin hat gesagt, dass das da noch Verbesserungspotenzial ist bei Kakariko. Wir haben extra jetzt nochmal Let's Plays davon angeguckt. Jetzt kommt's raus. Die einzelnen Stellen verglichen. Also da müssen wir nochmal ein bisschen was machen. Echt mal. Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass die Proportionen nicht übereinstimmen. Nee, da ging es nicht. Da so ein bisschen Details einarbeiten. Welche also, meldet sich da? Ja, weiß ich nicht so genau. Da melden sie sich an. Ja, sag doch jetzt, was ihr meint. So mit Details und sowas. Keine Ahnung, ich hab mich da nicht für interessiert. Ich sag mal, ich hab da gar nicht zugehört. Ja, hol doch deine Freundin mal ran, Matze. Ich schläf gerade. Ja, scheißegal, ja, weg hier auf.
Ja. Toxic auch. Ja, erstmal sagen, ey, Kakariko ist scheiße und dann nicht sagen, was scheiße ist. Alles, ja, das Format. Kooperation, was weiß ich, Alter. Was würde ich dazuhören? Ja, ich glaube nicht, dass er. Als würde ich dazuhören, wenn man mal vor allem vorhin was sagt. Ja. Wer hört nach so langer Zeit noch zu? Ich glaube keiner. Nach einer Woche ist Feierabend. Es gibt so gewisse Grenzen. Außerhalb des Bettes und. Ja, genau. Und dem Sofa. So schlafen wir. Nicht für mehr. Das alles. Ich sehe Matze von hier aus. Was? Also wenn Matze jetzt an seiner Mauer rumwerkelt, dann würde ich ihn sogar sehen von hier aus. Ach so, ja, ich bin gerade auf meine Kirche im Feld. Ich muss mal mit dem Bogen hinschießen, vielleicht triffst du. Das ist ja so übelst cool, Alter. Gucken, wie weit ich mit dem Bogen schießen kann. Ja, mach mal. Mal gucken, wie weit ich mit Brandfallen schießen kann. Und? Juckt ja, er nicht. Er hat wahrscheinlich auch Brennfallen. Ja, glaube ich, ich auch Brennfallen. Er hat sogar Brennfallen. Ist auch Ziegelstein mittlerweile. Und ich kann auch mit den Brandpfeilen hier auf mein Haus schießen. Weil die Brandpfeile zünden nichts an. Ja, leider. Ja. Schade, dass das nicht so rennt. Weißt du, du kannst damit Eis schmelzen, glaube ich, ne? Ja, richtig. 24 Stück mache ich dabei. Eigentlich nicht. Oder? Eigentlich nicht? Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe es noch nie getestet, aber. Ich auch nicht. So, warum sollte man es auch testen? Aber irgendwas konntest du damit auch anzünden, ich weiß noch nicht mehr was. Hoi, Gegner. Ja. Aber wenn du durch eine Fackel schießt, hast du, glaube ich, auch Brandpfeile, oder? Nein. Oder durch Feuer allgemein. Durch Feuer allgemein. Vielleicht verwechselst du das leicht mit Zelda. Nein. Das hat mich an Zelda erinnert, ja. Das habe ich mal in Minecraft gelesen. Ja, wenn du durch Feuer oder durch Lava schießt, dann entflammt es. Siehste. Es gibt eh so viele paradoxe Sachen in diesem Spiel, keine Ahnung. Aber es bringt halt meiner Meinung nach nichts. Ja. Das wäre nicht für eine Eis-Dungeon ganz interessant. Also wenn du da Lava schon dabei hast, dann macht dir der Eis-Dungeon keinen Sinn. Ja, da du im Adventure-Modus auch Lava setzen kannst. Achso, ja, okay. Ich schicke euch doch nicht im Survival-Modus dahin. Was? Ja, vielleicht. Ja, Matze weiß sowieso schon, wie das abläuft. Matze. Oh, wieder da. Der Robert hat's inzwischen wieder verkneift. Hä? Was? diese schlimmen Sachen da. Hä? Das Zischen von TNT unter seinen Füßen. Das ist doch nichts Schöneres. Wo Baum seines Marktes verliert. Ich weiß gerade nicht, wovon du redest. Ach, das schöne Donnern der Scherengeschütze. Alles klar. X-Fire. Wie wärst du mit Panda, weiter, Rina? Was? Panda und du weiter, Arena. Es geht ja scheiß hier auch los. Sorry, die Schafe waren so laut. Panda nee. Und du weiter, Arena. Sie sucht noch jemanden. Walter Arena. Achso, Ganz schön, wir sollten mal deine Ohren anschauen. Oder du musst lauter reden. Ich soll ich schreien? Ja. Mach doch mal. Panda! War das nicht zu dritt? Ja, Peter. Zu zweit. Zu zweit, aber. Nein, eigentlich, wenn man so sieht, zu dritt, weil David halt Knöpfe drückt. Knöpfe. Köfte spieße, Bruder. Komm mal klar, Bruder. Nicht vom Thema ablenken, weiter. Gib mal Küftespieße. Ich sag's mal so, wenn sie unbedingt will, kann sie mich fragen, aber ansonsten ist es mir egal. Sie hat doch schon gefragt. Nein, hat sie schon jeden gefragt. Alle haben da eigentlich gesagt. Deshalb hat niemand hat irgendwas gesagt. Ja, deswegen. Ja. Wenn keiner was sagt, dann ist es auch nein. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Doch. X-Fire hat es wahrscheinlich einfach überlesen. Oder ihn hat es einfach nicht interessiert. Oder er dachte sich so, ein Weibchen schreibt, interessiert ihn. Bruh. Ziege, kann meine Gedanken gegen nachvollziehen. Frau spricht, nicht interessant. Muss erstmal Matze. Außer es heißt, Essen ist fertig.
Na komm ins Bett. Ja. Kann man mal so machen. Lecker schmecker, kleinen Zombie. Außer Essen ist fertig. Relativ späte Reaktion. Vibe und Küche. So, 1 zu 1 Matze. Ist ey, du Bitch, mach mal Dosenbier! Kalari, ernst gemeinte Frage, wie behandelst du später deine Frau? So wie jetzt? Ich weiß es nicht. Je nachdem. Ich weiß auch mal, wie schnell sie laufen kann. Wenn sie dich sieht, auf jeden Fall ganz schnell. Ja, hast du recht. Aber... Und sei schnell weg von dir. Ja, das ist möglich. Nur du musst halt mal so. Ich weiß nicht, wie ich meine Freundin behandeln würde, wenn ich hätte noch nie eins gehabt. Zärtlich. Eins Freundin. Dominanter. Eins Freundin. Eins Freundin. Eins Computerfreundin. Was? Ach juck. Wenn ein Vibe genau das gleiche spielt wie man selbst und man erfährt, dass es ein Weibchen ist. Man wird direkt simpig. Braucht jemand Steine? Nein. Also ich nehme es gerne. So, ich frage dann das vierte Mal. Haben wir jetzt noch ein Team zusammen? Nein. Also ich weiß ja nicht, X-Fire und Panda, also X-Fire würde ja machen, das heißt Panda macht dann mit X-Fire. Ich hätte weder ja noch nein sagen, ehe mich gefragt, ob jemand mich als Teampartner haben will, jetzt spezifisch. Panda kann andere machen. Ich will dich, du. Ich kann nicht, ich würde zwar, aber ich kann nicht, weil ich schon gemacht habe. Halt doch mal, auch gerne mal dabei. Matze macht ja mit Marcel wahrscheinlich. Weiß man nicht, weil sie sich auch noch nicht ausgekotzt haben darüber. Und dann wäre doch das zweite Team theoretisch. Ja, in 3-4 Wochen hätte ich Zeit dafür. Ja, siehste. Aber mit uns, Wochen. Aber jetzt Minecraft mit uns spielen jetzt. Ja, das ist okay, das ist eingeplant. Aha. Alles so in seinem Terminkalender. Alles bleibt so, wie es ist. Genau. Und im Terminkalender steht die ganze Zeit unsere Frau putzen, Frau putzen. Ja, okay, passt, Frau putzen. Putzi, putzi machen. So. Abends auch verdreschen. Kann man mal machen, ne? Matze ist ein sehr konservativer Mensch. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch Gleichstellungsbeauftragter. Leider. Ja, er muss auch irgendwie seine negativen Seiten. Globaler Muster hier sitzen. Ja, er muss halt die ganze negative Phase an seiner Freundin raushängen, aber so, wenn da ist, immer seine positive. Da hängen andere Dinge raus, so. Na, wieder mal abhängen? Ja. Yeah. Na, Männer, ein bisschen rumhängen. So, das hab ich jetzt. Höschen jagt. Ah, Kies! Kies wo? Ist doch geil, Kies. Jetzt steht er gleich. Ja, wird wahrscheinlich, pass auf, Robert ist durch Kies zerquetscht worden. Was steht denn eigentlich da? Wenn keine das Ahnung. Ich glaube, ist der trunken oder so wahrscheinlich? Nein, Englisch oder Deutsche? Wahrscheinlich, Deutsch würde da stehen, du bist erstickt. Also er ist erstickt. Nee. Nee, doch, irgendwie sowas. Im Deutschen steht da, bist du retarded? Fragezeichen? Dass du durch Kies stirbst? Das wäre geil, ich würde das feiern, wenn das da stehen würde. Das passiert oft, als man denkt. Ich meine, man kann doch diese Deutschdateien, kann man doch glaube ich sogar umlernen, oder nicht? Die Sprachdateien. Du kannst auch Sprachdateien hinzufügen. Ja, deswegen ja. Ich weiß nicht, wie ich Dann einfach die Sprüche umändern, ne? Wenn du durch Kies stirbst, bist du retarded, du Vollpfosten. Einfach ist. Ja. Ah, da steht ein Spieler wurde lebendig begraben. Mal gegoogelt, ne? Ja, natürlich. Ja, ich weiß nicht, klar.
Ich bin enttäuscht von so, dir. So, wandelndes Lexikon. Gewusst. Also ich weiß zwar viele Techniken und sowas, aber nicht... Die Technik! Die Technik! Technik, der Technik! Der Technik stinkt. Der Technik. Test da dran. Wenn du Technikfragen hast, fragen Technikfragen. Bei Technikfragen. Bei Technikfragen, Technikfragen. Ey. Aber doof war ein Gedanke, wa? Immer. Und immer öfters. Immer. Hopp. Immer wieder. Da läuft wieder Markus geile Piraten-Volksmusik hier. Piraten-Volksmusik. Ja, Bums in deiner Mama. What a pirate, the sovereign is free. You are a pirate. Nee, Quatsch, ist er. Das war Lazy Town. Ist er ernst, was anderes? Ja, okay, Alter. Lazy Town, Alter. So eine Scheiß-Serie. Wo kam die Sendung her? Aus Island? War keine Ahnung, Alter. Speziell die Serie kam Ich hab vor kurzem was gelesen gehabt, da, Alter, ich hab gedacht, das gibt's nicht. Und zwar gibt es in Schweden, gab es so eine Aufklärungskampagne. Wie hieß das nochmal? Warte mal, ich muss was da mal... Was soll die Scheiße? Fühlen. Wie man mit Tiere Sex hat. Verkaufern. Nee. Bei ganzen Aufklärungskampagne für Kinder mit den tanzenden Genitalien hieß das. What? Tanzende Genitalien? Ja! Das ist was für Marco, Alter. Da, Snoppen auf Snippern heißen die beiden. Die tanzenden Genitalien. Das ist eine Aufklärungskampagne für Kinder gewesen aus Schweden. In Schweden haben sie eh komische Ansichten. Corona ist auch nicht so schlimm. Nö, haben wir nur einen neuen Weltrekord da aufgebaut. Ne? Ja. Die Amerikaner sind gerade bei der Hälfte der Verluste durch den Zweiten Weltkrieg. Wenn sie jetzt so ein bisschen 125.000 Tote haben, die ja jetzt 250.000 Tote hatten im Zweiten Weltkrieg. Da schaffen die noch. America first. Make America great again. Ja. Das ist doch mein Spruch, ey. Find again. Das war mal gut und jetzt nicht mehr. Vaginas. Die waren noch nie gut. Die hatten schon immer ein beschissenes Bildungssystem. Und das Gesundheitssystem war auch nicht das allerbeste. X-Player schmeißt Gläser weg? Kalari, du solltest dich nicht selbst verraten, wenn du mich abschießt. Kaluru. Steht er nur da. Nee, das Problem ist, er ist ein Unsichtbarkeitstrank. Stalker geworden. Entweder hat er einen Unsichtbarkeitstrank angefangen. Ja, der hat Unsichtbarkeit immer. Der rennt immer mit scheiß Unsichtbarkeitstrank. Ja, er hat mich nämlich eben gerade abgeschossen. Dass ich auf der Karte Boxen sehe. So bright. Nee, ich hab mich nämlich gewundert, wer mich abgeschossen hat. Weil ich hab zwar einen Funk gesehen, aber ich hab nicht gesehen, wer es ist. Und auf einmal erzählt Kalai, ja, ich hab dies und dies gemacht. Ich denke so, Recht auffällig. So als wenn er gegen mich so eine, Kriminaluntersuchung machen. Was macht der Feind? Prostata-Untersuchung macht der Leichte. Boah, ey, fall doch nicht so runter. Ne, einmal bitte die Klitoris. Alter Kalari. Ja, du hast dich ein bisschen selbst verraten, weil die Tür da doch so offen steht. Einmal bitte die Klitoris. Die Tür war schon offen. Die große Hafenrundfahrt. Ich hab mein Lachen. Durch Tirol. Die Tür war ja schon offen. Ich war mir sicher, dass du die aufgemacht hast. Nee. Nein, die gehen durch den Wind auf. Sehr stürmisch heute. Das ist jetzt auch, ne? Was ist das denn eigentlich hier unten sein? Eine Klitoris. Siehst du mein Brathähnchen? Einmal zwei halbe Haaren. Was? Ja, ganz jetzt genau. Ist der Schwangshop verarscht, oder? Nee. Eigentlich nicht. Aua! Laber nicht. Ey! Ich hab Bratchen in der Hand, lass mich! Chicken? Nuggets? Chicken Figgins. Fire Protection! Ich fand das Video auch so lustig, wie Jamie lass Oliver mich. Damals versucht hatte, Kindern zu zeigen, ja, Chicken Nuggets. Wie die Chicken Nuggets hergestellt werden und die Kinder sie trotzdem haben wollten. Ja, und der war richtig so empört dann. Ja, sicher. Das war so geil, ey. Die haben bei uns in der Schule früher danach gekocht, da gab es immer Jamie Oliver Tage. Jamie Oliver Tage. Die Tage ja, oh Gott, der. Alter, Jamie Oliver habe ich aber gerne geguckt. Ach, was macht er heute eigentlich? Immer noch kochen. Ja,
A little bit olive oil. Yes. Immer wieder. Multimillionär, der guckt immer noch. Ziege, was hast du denn da genommen? Viagra. Gar nichts von beiden. Ich werde jetzt ein anderes Ding, einen anderen Rüstungsteil enchanten, damit die anderen Aspekte wechseln. Oh, 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 du hübsches Ding. Habe ich irgendwie Eisen oder was noch? Na, natürlich habe ich Eisen. Warte mal, hier stimmt was nicht. Was? Hast du keine Enchanting? Nö, ich hab keinen Enchanting. Vor allem wie, genau wie bei meinem Weizen, ne? Nur weil ich's hab, brauchst du es nicht mehr. Ja. Normales deutsches Denken. Und dann. Ach David, wir haben jetzt Zuckerrohr angepflanzt, ne? Wenn ihr welches holen willst. Ich hab jetzt auch angefangen mit meinem okay. kompletten Strand abzubauen. Vollzubauen damit. Ja, wir haben bei uns etwas viel angebaut. Ich kann ja gar nicht verstehen, warum. Kekse des Glücks vergessen, du hast. Ja, ja, und die Glückskekse. Protection 4, Torns 2. Und dann. Unbreak und Fire Protection. Was? Martinchen. Mineralwasser. Bratätchen. Stuhl ist Stuhl ist immer besser als dieses gammelige Stille. Was? Stuhl? Strudel! Ich muss froh sein, dass ich keine Pfeile dabei habe. Das ist besser. Sonst hör mir zu, dann ist meine Nudel. Ja, keine Ahnung, wo bist du? Machst du mir mal eine Nudel? Nein, du bist nicht jetzt gerade rausgegangen. Strudel ist besser, ey, du Nudel. Nudelkopf. Ich hab keine Rüstung an, du Assi. Oha, wie kann er? Du greifst mich ja nicht, ich chill doch nur. Mit der Faust. Schmeckst gleich meine Faust. Oh, geil. Wonach schmeckt sie? Nach Sperm. Faust. Wow, Alter. Ziege, wirklich. Protection 4 und Torn 2, da können wir von kleinen Kindern oder wie? Das ist die perfekte Ziege, ist auf eine Idee. Mending Truff. Knochen kann ich dir haben? Ja, Mann. Hä? Obwohl, hast du noch schwarze Farbe? Kannst du auch meinen Knochen haben. Schwarz, ich hab schwarz. Wenn, ja, dann bräuchte ich aber selber, weil ich grundsätzlich all meine Fenster hier mit Wer braucht schwarze Farbe? Also brauche ich schwarz. Also mach jetzt nicht einen auf Marco, oder? Oh, Sand brauche ich auch. Was? Brauchst du sie? Sand of Time. Scheiß Gehlinge. Was? Darf ich es nehmen? Mir ist die rote Wolle ausgegangen. Wie ist denn das jetzt eigentlich da? Ist jetzt Zelda Queen of Link bei Zelda Queen of Time gestorben oder was? Es gibt eine alternative Route. Rein Timeline-technisch gibt's eine Timeline, wo Link gestorben ist. Eine. Die dann zu irgendeinem anderen Zelda-Teil führt, aber ich weiß gerade nicht, welche das war. Wieso? Ich glaube, hast du mir einfach eine verzauberte Rüstung. Wind Waker? Hab ich eigentlich keine Ahnung. Ich dachte, das sind zwei komplett unterschiedliche Universen. Das Toon Link nicht mit dem anderen Link da was zu tun hat. Ja, das kann auch sein. One Hit! Ja! Jesus. Oh, Ziege Loop, Alter. Wurde von Kalari erschossen. Viel's besser. Ah, jetzt bin ich in der Weiterräder gespawnt. Nö. Ja, cool. Haha, jetzt ist ein Bettler-Bot. Wie wenig Leben hattest du denn? Ach so, andersrum. Leben. Als ob du voll mit. Da bist noch andersrum gewesen. Ich dachte, Ziege wurde erschossen von Kalari. Ich dachte auch schon, dass Ziege erschossen. Nein, hat er erschossen. Alter. Ja, falsch umgelesen. Dein Bogen ist echt scheiße mit Power 2. Erstmal looten gleich. Kann ich dir. Den Bogen kann doch behalten. Wofür brauche ich einen Bogen? Es gibt hier keine Viecher. Allein wegen Kalari hatte keine Rüstung an. Wenn er Matthias, hast du noch. Warum bin ich jetzt hinterteleportiert worden? Rüste, hast du noch welche? Ja, wahrscheinlich. Aber ich hab. Angus hab ich und Springs hab ich auch. Also. Hier, das ist aber nicht meins. Und hier. Das ist aber nicht meins. Ich glaube, ich hab das Achievement auch noch nicht. Das ist nicht meins! Nimm es. Nein! Da wird Robert noch ganz grün vor Neid. Nein! Hä? Was denn? Cover with the arm. Nein! Ich würde dich sogar treffen.
Nee, ich mach das anders. Ich mach das mal anders. Jetzt nimm! Mama! Warum? Die Hose ist sogar ganz okay. Die Brustplatte ist scheiße, aber die Hose ist ganz okay. Warum soll ich das nehmen, Alter? Jetzt ja, weil ich meinen Schrott nicht behalten möchte. Ist Müll entzogen. Lederhose, Fluch des Verschwindens. Wofür hat sie das? Damit du das anziehst, Kalari. Generell, warum hast du auf einmal eine Lederhose von mir? Das Ding ist. Das ist halt. Ich habe halt in der Truhe halt die Lederhose gefunden. Mit Fluch des Verschwindens! Lederhosen? Hier, die kannst du auch haben. Krampflederhose oder was? Was? Oktoberfest. Hier, die kannst du auch haben. Kennst du das? Wenn du die repariert bekommst, kannst du das Ding auch nehmen. Was? Das war Tingle, Alter. Ich weiß nicht, ob die da repariert bekommst. Oh, das hätte ich tatsächlich schon mal gebraucht. Guten Tag, Fee. Ich weiß nicht, ob du das Ding repariert bekommst. Kanal, schau mal, wenn du genug Smaragd hast, komm mal hin. Der Typ war richtig auf LSD, Alter. Ja, richtiger. Damit noch haben wir auch. Ey, hat jemand vier Blöcke braune Erde? Braune? Gibt's auch blaue? Ich weiß nicht, ob du das kaufen kannst. Wenn ja, kauf es und pack's auf die Spitzhacke. Vielleicht kannst du es retten. Kauf es! Kauf es, Ziege! Die Spitzhacke kann ich so oder so retten. Ficken. Volle Rose kaufen. Da bin ich mir nicht sicher. Nicht böse gemeint, aber ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher. So, zwei Teile. Okay. Die wird auch schon ein bisschen imposant. Das war eine übelst geile Stelle bei TTT, Alter. Welche? Die wird auch schon ein bisschen imposant. Wie in diesem scheiß Kakariko-Laden da drin stehst, so hinter der Vitrine. Achso. Da die Musik so abspielt. Mit Mitarbeiter des Monats. Du bist da. Sieht man da seinen Kopf da so, Robert. Ich verhalte immer noch für TTT. Ja, lass mal machen. Das war das geilste wirklich wäre es gewesen, wenn draußen jemand gestanden hätte und wo ich dann da drin reinkomme, wo ich dann was kaufen will, dann fliegt so ein Bumerang und meine Leiche so raus. Pfui! Oh Mann, ich bin mal gespannt, wie groß das ist. Als ich das Let's Play mal gesehen habe, ich dachte mir so, boah, man hätte da noch bestimmt andere Waffen noch reinmachen können, coolere. Junge, es gibt schon so viele als Traitor. Drachenlord. Oh ja. Also meine Lieblingswaffe war immer jetzt. Warte mal. Die war die Taube. Ja, die ist aber drin. Die ist drin? Oder was ist das? Wusste schon, weiß schon gar nicht, was für Waffen ich da drin hab. Alter, ich hab die Taube richtig stark nie gesehen. Alter, als ob du nicht seine Videos geguckt hast. Dann guck wenigstens meine Videos, danke. Am besten das WoW, was nie zu Ende gemacht wurde. Was? WoW, was du da nie zu Ende gemacht hast. Ja, stimmt. Ich weiß, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich die löschen soll oder einfach lassen soll. Du solltest sie generell nicht löschen, falls auf Privatserver nicht löschen. Wenn du diese löscht, dann löscht auch Aufrufe auf deinen Kanal. Ja, ist mir doch egal. Ja, und dann wirst du niemals berühmt. Dann wird er niemals fame. Ja, vor allem, weißt du, dieses Phänomen verstehe ich bis heute nicht, weil Buraki und ich haben ja dieses Pokémon Together gemacht, wo wir uns abwechselnd mit den Parts, also abgewechselt haben. Und trotzdem hatte ich richtig wenig Aufrufe, so als ob die Leute sowieso nicht meine Videos geguckt haben, nur Burakis Videos. Ehrlich, weil Zombies. Ehrenmänner. Ja, das... Weil meine sexy Stimme hören. Das hat dann halt voll demotiviert, ganz ehrlich. Oh, da wurde hat richtig traurig. Ja, das ja. Aber trotzdem, da habe ich den Sinn nicht verstanden. Dass man quasi die Parts einfach übersprungen hat. Ehrenmänner. Die wussten, wen sie zuschauen. Ja! Okay, jetzt da hat man halt nicht so. Okay, Ziggy, jetzt weiß ich, was du damit meinst. Mit was? Warum ist mit der. Warum man die Spitzhacke nicht mehr retten kann? Deswegen sag ich ja. Weil es ein bisschen teuer ist. Versuch dir das Buch zu kaufen und das da drauf zu packen. Und dann musst du nur ein bisschen XP farmen und dann ist die Spitzhacke wieder bei. Ja, wie soll ich denn XP farmen? Kohle. Ja, entweder. Neta-Quarz. Entweder Neta-Quarz oder Erd. Ist schon alles abgegrast, Mann. Kohle. Ich kann auch noch beim Spawn ab. Ich wollte es gerade gesagt haben, beim Spawn dürfte noch genug sein. Ja. Da haben wir damals im Boden ein bisschen gegraben gehabt, da haben wir ohne Ende gefunden.
Ja, wie gesagt, naja, das Problem ist, oh, du hast da unten einen Kram, du hast zwei Stacks. Ja, Kanari, dann kannst du auch einfach Kohle abbauen, die bringt ja auch EP. Aber nicht so viel. Ist aber langweilig! Ja, aber gut, dass sie repariert wird, oder? Ja. Loot die Sau weg. Ich Bibliothekar Neuling. Hat jemand. Hat jemand vielleicht vier Blöcke braune Wolle? Arsch abschmieren. Ich hab vielleicht braune als Farbe, also Kakao. Oder hat jemand mal braune Schafe gesehen? Nee. Ich hab, glaube ich, welche. Jeder Idiot hat braunen Farbstoff. Nee. Ich hab keinen Kakao. Hast du braunen Farbstoff? 10 Millionen. Ja, das wächst alles bei mir an den Bäumen. Ach, du hast Kakao angepflanzt. Ja. Kakao. Ich dachte, er wollte eine Anspielung auf seine Scheiße machen. Ja, unter anderem. Boah, lag. Mega, ey. Merk ich nicht. Ich auch nicht. Deine Mutter! Deine Mutter. Das Schöne ist, da ich jetzt eh meine Rüstung bauen möchte oder zusammen enchanten möchte, habe ich den Enchant mit Level 9 Millionen. Also wenn du mir das dann geben würdest, ja dann. Alter, Matthias, das wird schon imposant dazu. Alter! Okay, klein wie die nicht. Die Mühle. Wer ist klein? Die Mühle. Ach wird so. Nicht klein. Wird die aus Holz gebaut? Ja. Nicht aus Stein. Sowohl als auch. Und der Gewinner ist Rocky! Und der Gewinner ist das Feuerzeug. Feuerzeug versus Mattes Haus. Ich glaube, ich soll mal eine TNT-Farm bauen. Ja, gut, dass du das nicht machen kannst, ohne. Ist ja nur nicht so, dass die Mobs halt aussieht. TNT! Und selbst wenn, dann müsstest du eine Ocelot-Farm machen, also eine Creeper-Farm. Creeper-Farm mit Ocelot sind halt. Ja, genau, Ocelot. Warte, wie viele Verzauberungen kann man nochmal auf eine Waffe packen? Unendlich. Nein, nicht unendlich. Ja, so viele wie es gibt, darauf, ja, die darauf passen. Nein, weil sich einige ausschließen. Ja. Aber auf Schwert? Glück und Schwert hat schon funktioniert. Drei aus. Auseinander. Also Schärfe. Bann. Ach, die Teile. Ja, ja, komm. Ja. Und komm. Gliederfüßler. Genau. Ja, das ja, sind ja auch nur Schaden. Die Teile, die Schaden machen. Ja, nur die Schadens... Ja, die Attribute. Sind mehr gelattet. Und bei der Spitzhacke ist das Glück und Silk-Touch, also Berufsacke. Ja, die sind mir Latine. Amen, ne? Oh nein, jetzt werden wir alle draufgehen. Ich auch? Nein! Alle außer dir ausschließen. Hier hast du eine warme Decke und heißen Kakao. Oh.